Ein wunderschön und herzlich willkommen zu einem besonderen Event hier quasi. Wir sind bei der Invictus angekommen, heute Misk, Mirai und Crusader, Tag 1 des wunderschönsten aller schönen Dinge. Ich habe leider nicht so viel Zeit, das ist immer mein Problem, wenn freitags etwas startet in Star Citizen. Da habe ich leider nie die Zeit, die ich mir gerne nehmen wollen würde. Aber ist ja nicht schlimm, wir trinken uns erstmal einen. Und dann, ja, hier ist schon voll. Puh, das ist jetzt blöd, aber ja, hier, bitteschön, ne? Da rein, zack, und los geht's. Das Ganze hier von der UEE kennt man eigentlich, wenn man die Invictus schon ein, zweimal verfolgt hat. Werden wir uns dann im Laufe der Zeit angucken. Genauso werde ich im Laufe der Zeit hier mir alles einmal ganz, ganz, ganz genau angucken. Wir werden alle Klamotten kaufen und so weiter und so fort. Aber wir wollen natürlich heute alle etwas sehen. Und zwar wollen wir alle die Fury sehen, die viel zu überteuert im Laden ist. 60 Euro. Ich hab's, also es ist, sorry. Es ist halt, wie es ist bei Star Citizen, beziehungsweise bei CIG. Man hat einfach zu viele Rails, die einfach alles kaufen. Ich habe schon in meiner Orga gelesen, ja, ich habe schon 4 Furies gekauft. Also es gibt leider Leute, die einfach alles kaufen, egal zu welchem Preis. Und deswegen werden die Bepreisungen bei CIG einfach immer teurer, teurer, teurer und teurer, weil es eben Leute gibt, die einfach bei allem auf Kaufen klicken. Sehr, sehr schade, denn, naja, macht das Sinn? Nein, macht absolut keinen Sinn. 60 Euro für das Schiff macht keinen Sinn. 45 Maximum hätte ich mit gerechnet, aber es ist halt leider, wie es ist. So, also, wir sind in der Invictus angekommen. Hallöchen, 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 und die erste Halle ist Crusader und dann haben wir wahrscheinlich noch eine weitere Halle mit Misk. Ach, guck mal, wir haben Crusader-Schiffe und dann haben wir noch eine Halle, wo nur die Starrunner drin steht. Hier haben wir dann die Furies auf der einen Seite und unten haben wir die A1 Spirit im Holo-View, die ist also definitiv noch nicht draußen. So, ja, wir gucken mal, was uns hier so alles erwartet. Hier hinten haben wir Waffen natürlich, da hinten haben wir auch Waffen. Überall hängen so ein paar Komponenten, also da hinten, ganz da hinten hängen so ein paar Komponenten rum. Und wir laufen aber jetzt ganz gemütlich durch die Halle. Ich fange heute unten an, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir fangen heute unten an. Normalerweise gehe ich hier die Halle immer durch. Wir haben ja hier sehen wir ja schon die A2, die M2 und die C2. Die sehen wir da alle schon. Aber wir starten ganz gemütlich unten. Ich versuche immer, dass diese Art hier von Videos so in der Regel so 10 bis 15 Minuten gehen, damit ihr einmal gesehen habt, was alles so auf der Messe ist. Danach könnt ihr noch in Ruhe selbst durchgehen, euch alle Schiffe natürlich renten, auf die ihr Lust habt, nicht wahr? So, großes Holo-View von einem mini-kleinen Schiff. Das hier ist die, was ist es? Ist es die A1? Hier, ja, A1 ist es. Das ist die A1. Eine schöne Kiste. Also ich mag ja die Spirit-Reihe, finde ich, ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Schiffsreihe. Kann man, glaube ich, auch nicht wirklich was verkehrt machen, wenn die gebracht wird. Da kann man, glaube ich, nichts verkehrt machen. Und die wird auch komplett überteuert sein. sorry, ich bin ein bisschen knatschig, weil das ist mir wirklich, also 15 Euro mehr, als ich eingeplant hatte, für die Fury. Ich hätte mir auch beide gekauft, wenn sie bei unter 50 gewesen wäre, hätte ich mir beide gekauft, aber so werde ich wahrscheinlich. Obwohl das also eigentlich das Schiff ist, was ich brauche und was ich gerne hätte, naja, werde ich mir es wahrscheinlich nicht kaufen. So, das war die A1 und hier drüben haben wir dann die E1 und die C1 höchstwahrscheinlich. Oder auch nochmal die A1, okay, einfach nur im fliegenden Modus. Dann können wir auch nochmal hier so drüber gucken. Sieht ja auch ganz schick aus, nicht wahr? So, schaut mal. Also es ist wirklich ein schönes Schiff. Damit macht man nichts verkehrt. Gibt es für 200 und ein bisschen, glaube ich. Also ist halt auch... Es soll Cutlass Ambitionen haben, kostet aber halt 200 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und naja, die Cutlass kostet halt 120. Also es ist wirklich, jedes Schiff wird einfach nur teurer und teurer und teurer. Es ist, ich bin entsetzt, wie teuer die Schiffe sind. Und dann wollte ich mir die A2 kaufen, wollte meine Odyssey upgraden auf die A2 und was passiert? Komplett. Apropos Odyssey. Wir haben nicht mal einen Holo-View von der Odyssey. Habe ich was verpasst? Moment. Wir gehen nochmal ganz schnell zurück.
zu dem Ding, wo draufsteht, was überall ist, zu der Map. Ne. Keine Odyssee im Holof, nicht mal im Holoview. Ja, dann kommt die nächsten 4 Jahre mindestens nicht raus. Die Endeavor kommt nicht raus, die Odyssee kommt nicht raus, aber Hauptsache kleine Snapfighter für 60 Euro verkaufen. So, wir haben hier die Inferno, eine wunderschöne Size 7 Waffe, die auch noch ein Fluggerät dran bekommen hat. Also, die Ares-Reihe ist sehr, sehr geil. Ja. Die Inferno ist definitiv die bessere Wahl, hat genug Munition, hat genug Schuss dabei, um wirklich alles down zu kriegen. Die Iron ist halt leider dadurch, dass diese Waffe hier so dermaßen genervt wurde, dass man mit der quasi nichts mehr trifft, im Moment nicht wirklich zu gebrauchen, weil damit schießt du auf sowas wie eine Idris oder eine Javelin oder vielleicht mal eine Hammerhead, die ist aber eigentlich schon zu klein dafür. Trotzdem wunderschönes Schiff. Also es ist trotzdem ein wunderschönes Schiff. Ich mag es extremst gerne. So, dann haben wir, ja, wie gesagt, A2, M2. Ich kann jetzt gerade, das da ist die A2, das da ist die M2 und das da ist die C2. Das erkennt man daran, dass die A2 am meisten Waffen halt einfach hat. Die hat so viele Waffen und am Schild, ja. Aber die hat so viele Waffen, ich weiß gar nicht warum, weil das hier ist die Militärvariante, die eigentlich viel mehr Waffen haben sollte als der Bomber. Würde ich jetzt einfach sagen. Weiß nicht, ob sie sich da vertan haben. Aber so hat das Ding Bomben und mehr Feuerpower als das hier, was ein Dropship ist, was eigentlich Leute runterbringen sollte und was hier unten eigentlich dann auch, so wie hier halt so ein bisschen auch Abwehr haben sollte. Und dann die C2 600 und ein bisschen SCU Platz. 696, glaube ich. Ja, riesengroß. Also ein riesengroßer Frachter, der leider sehr frontlastig ist. Also wenn man landet, generell alle drei von den Schiffen, man landet sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne mal auf seiner Nase. Dann gehen wir zum letzten Schiff von Crusader. Das ist die MSR. Mercury Starana. Hier dazwischen haben wir nochmal eine wunderschöne F8 Lightning, das stärkste Schiff, was im Spiel sein wird. Das hier werden wir in Squadron 42 spielen. Dieses Schiff, und wenn ihr dann Squadron 42 durchgespielt habt, dann dürft ihr das auch hier im PU kaufen. Oder ihr dürft 15.000 Euro ausgeben, was ja relativ einfach im Moment ist, wenn selbst ein Snapfighter 60 Euro kostet plus Mehrwertsteuer, dann ist das ja relativ easy, auf 15.000 zu kommen, um sich eine F8 Lightning auch zu gönnen, auch ohne, dass man Squadron 42 durchgespielt hat. So, dann eins der schönsten Schiffe. Ist wirklich, also So aussehenstechnisch muss man wirklich sagen, die MSR ist ein wunderschönes Schiff. Ich finde hier dran alles sehr, sehr cool. Ich finde es cool, dass es A, nicht symmetrisch, komplett symmetrisch aufgebaut ist, dass wir B, hier mit 3 Leuten easy durch die Gegend fliegen können, dass es ein Data Runner ist und ein Cargo Runner. Dann finde ich es halt extrem schön, dass wir hier das einzige Schiff eigentlich mit einem, ja, Laderaum, sag ich mal, für Schmuggelwaren haben und. Also es ist schon eine sehr, 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 sehr schöne Sache. Gefällt mir extremst gut. Und der Lag auch. Extremst schönes Schiff. Macht mir wirklich Spaß. Kann man nicht anders sagen. Macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. So, jetzt rennen wir noch einmal rüber. Und zwar dahin, wo wir natürlich hin wollten. Und zwar wollen wir uns die Furies angucken. Und was Misk und ja, Mirai sonst noch so zu liefern und zu zeigen hat. Mirai ist ja jetzt sozusagen die Tochterfirma von Misk, die für ein bisschen sleekeres Design da sein soll, weil Misk all in all sehr industrial ist und davon will Mirai halt quasi weg. Und naja, dann haben wir halt quasi einen neuen Fahrzeughersteller, was ich sehr, sehr schön finde. Macht Sinn, ist cool und soll auch so sein, meine Meinung. Mehr Hersteller heißt mehr Abwechslung und die Kisten sind echt sehr, sehr klein. Die schauen wir uns natürlich am Schluss an. Macht ja Sinn, nicht wahr? Macht ja Sinn, dass wir uns das zum Schluss angucken. So, wir haben hier die Tana wahrscheinlich. Das ist die eines der Schiffe der Reliant Serie, 4 Stück an der Zahl. Es gibt die Zen, die Tana, die Core und die irgendwas.
Dessen Namen vergesse ich immer, aber es gibt 4 verschiedene. Auch ein schönes Schiffchen. Das Schiff hier habt ihr alle definitiv bei mir schon gesehen. Die Starfarer. Das ist die Gemini, die habt ihr nicht gesehen. Ihr habt die normale Starfarer gesehen. Ja, es gibt Kleinigkeiten an Unterschied zwischen Gemini und normalen Starrunner. Wie man unschwer erkennen kann, gibt es hier so ein paar Raketen, die da offen sind. All in all. Geil. Ich finde die Kiste hier geil. Ich finde, die hat einen coolen Look. Wie gesagt, ich mag Misk eh. Die hat einen coolen Look und die macht einfach Sinn. Und dann haben wir hier noch die Freelancer Miss. Das, ja, genau, ist ein Gunship. Ja, ist ein Gunship. Ein kleines, ein sehr, sehr kleines Gunship. Also im Vergleich zu Redeemer natürlich. Aber macht Spaß, die Kiste zu fliegen. Die hat ein bisschen Wumms. Aber ich würde sagen, also ich würde, die würde ich halt auch so ein bisschen in die Kategorie A1 packen, Cutlass packen und so weiter und so fort. Weil die Freelancer hat ja auch verschiedenste Bereiche, wo sie eingesetzt werden kann. So, dann haben wir, warum auch immer, den Razer EX als Misk-Schiff noch. Eigentlich sollte der Razer in Mirai-Händen jetzt sein. Das verstehe ich tatsächlich nicht. Vielleicht der EX ist vielleicht noch immer bei Misk, aber alle anderen Modelle nicht. Ich kann es euch tatsächlich nicht sagen. Das hier ist strange, weil Mirai wurde gegründet für den hier, um den in die Familie Mirai zu holen, weil man sieht, glaube ich, hier einen relativ großen Designunterschied zwischen rund und supereckig. Deswegen dachte ich eigentlich, dass die Kiste hier auch jetzt in Mirai-Hände geht. Aber, wieso sind wir hier? Deswegen sind wir hier, damit wir uns das hier angucken können. Wir haben einmal die Fury MX. Die hat ein paar Raketen. Ja, ganz wenige. An jedem Flügel hat sie 4 Stück. 5 Stück? An jedem Flügel hat sie 5 Stück. 3 Size 2 und 2 Size 1. Macht in der Summe 12 Size 2 und 8 Size 1 Raketen. Und das Ding ist wirklich ultra klein. Ach du heilige Möhre, ist das Ding ultra klein. Ich drück mal auf Rent. Könnt ihr natürlich auch machen. So, bam. Könnt ihr dann für 2 Tage kostenlos euch angucken. Ich werde heute Nacht, wenn ich von der Arbeit heimkomme, noch ein Video zur normalen Fury machen. Also zu dieser hier. Die hat 4 Size 2 Waffen und 4 Size 2 Raketen. Zu der hier werde ich heute Nacht ein Video machen. Und zwar ein Before You Buy, was ihr dann ja um 18 Uhr am nächsten Tag, also vielleicht, wenn ihr das jetzt hier seht oder naja, morgen. Ich versuche das Video jetzt schnellstmöglich rauszubringen, dass das noch vor 20 Uhr da ist. Und ja, dann werdet ihr diese beiden Schiffe oder dieses eine Schiff nochmal in voller Montur sehen. Ich werde dazu noch ein bisschen was sagen können. Und ja, das war's schon. Das war die Invictus für Day One. Ich bin super enttäuscht, weil die Kiste viel, viel, viel zu teuer ist. Ganz ehrlich, das ist meiner Meinung nach kein gutes Marketing, was sie da jetzt bringen. Das Schiff, was als Snapfighter deklariert ist, wo andere Snapfighter gerade im Referral-Bonus waren, mit so einer Bepreisung rauszubringen. Aber ich bin auch kein Experte. Es wird genug Leute geben, die sagen, es sieht aus wie ein TIE Fighter, ich muss es kaufen. Und die es auch schon gekauft haben und dann auch nicht nur einmal, sondern halt 4-mal. Ja, nichtsdestotrotz. Vielen, vielen Dank fürs Reingucken. Wir sehen uns definitiv zum nächsten Invictus, also zum nächsten Tag der Invictus auch wieder. Ich versuche jeden Tag einmal über die Messe zu laufen, also immer wenn Änderungen da sind. Und zusätzlich gibt es immer als Short-Version ein quasi, hey, das sind die Schiffe, die gerade im Warband sind und die kosten so und so viel und bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Also haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.